Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und SBS, wo wir Schritt für Schritt ein Haus bauen und diesmal ein ganz besonderes, nämlich für unsere Familie Fox. Und den Stall haben wir jetzt soweit fertig. Na, was heißt fertig? Die Grundzüge stehen und dabei belassen wir es auch erstmal. Denn wir brauchen eigentlich nur eine Orientierung für das Haupthaus. Das hat beim ersten Versuch nämlich nicht ganz so gut geklappt, da irgendwie eine Vorstellung zu verwirklichen, die ich noch gar nicht richtig habe. Weswegen ich erstmal mit was anderem angefangen habe. Und ja, so langsam, aber sicher wird es auch ein bisschen konkreter. Und da freue ich mich drüber. So, jetzt mache ich hier mal oben die Etage noch fertig, damit das hier nicht ganz so verloren ausschaut. So, das malen wir mal alles an hier. Das kommt noch da. So, dann haben wir hier den Stall auch tatsächlich fertig. Ich wollte in der letzten Folge ja auch mit der Bepflanzung anfangen, aber dann dachte ich, am Ende fehlt ja hier doch wieder alles. Und wir können uns mal auf das Haus konzentrieren. Das Problem ist, das Haus, was heißt Problem, aber das Haus wird jetzt sehr, sehr schmal werden, so wie ich es mir am Ende vorstelle. Und ich hatte auch schon überlegt, ob ich es komplett bis nach hier hinten anknüpfen lasse. Das ist momentan so eine Überlegung. Also seht ihr, was ich meine? Das soll schon echt, ne, ein Stück länger werden. So komplett lang fände ich irgendwie merkwürdig. Aber schon groß. aber 8x34 ist vielleicht doch etwas viel. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Okay, bis nach hinten muss es hier also vielleicht nicht gehen. Da freuen wir uns vielleicht lieber, dass hier die ein oder andere Nische als Etage geblieben ist. Aber ich würde halt gerne hier, ja, wir dürfen auch nicht zu weit hinten anfangen, das ist dann auch ungünstig. Ja, guck mal, hier haben wir einen 2er Abstand, das ist doch dann eigentlich ganz gut. So, ich würde gerne wieder mit der Nische anfangen, wie wir es vorhin hatten. So. Und würde dann, glaube ich, auch gerne hier lang gehen. Also im Prinzip wird das Haus jetzt so, wie wir es vorhin hatten schon. Aber halt kleiner. Damit es nicht ganz so monströs und klobig ausschaut. Das ist jetzt so die Hoffnung. So, und es ist tatsächlich halt nicht so monströs und klobig, oder? Das muss man doch mal an der Stelle sagen. So, wir machen das auch wieder mit der Etage hier so. Wir werden auch wieder die oberste Etage dementsprechend draufpacken. Diesmal wissen wir auch eher, wie es funktioniert hat. Ne, das ist auch ein Vorteil. So, zack und zack. Sodale. Und das packen wir jetzt auch mal so hier drauf, in der Hoffnung, dass mir das am Ende diesmal besser gefällt als beim letzten Mal. So, Constrain Floor Elevation False, ne? Das merken wir uns diesmal. Sodale. Und dann macht das alles hier auch viel mehr Sinn. Und jetzt truen wir hier wieder alles. Sodale. Und reißen hier das ab, was wir nicht brauchen. Gut, dann nehmen wir uns jetzt hier einfach mal die entsprechenden Dächer und können das Ganze hier jetzt so füllen, dass wir hier nicht den mega Abstand haben. Ich hatte gehofft, dass wir hier das irgendwie umgehen. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich glaube, das müssen wir dann an der Stelle einfach nochmal neu machen. Kann ich das einfach ziehen? Das wäre gerade ein richtiges Träumchen. Na? Nee, kann ich so nicht einfach. Aber vielleicht kann ich es, wenn wir hier einen Untergrund haben. Ah, wir kriegen jetzt den Untergrund hier auch gar nicht hin, weil wir so nah am Rand sind, dass wir hier nichts bebaut kriegen. Ja gut, das ist jetzt natürlich richtig bescheiden. Aber auch dafür habe ich schon eine Idee. So, passt mal auf. Stimmt das Dach jetzt hier irgendwie nicht mehr? Irgendwie ist es gerade komisch, ne? So, nehmen wir mal weg an der Stelle. Ich glaube, wir nehmen es einfach komplett weg. Weil wir brauchen ja hier oben, ja, auch okay, wir brauchen ja hier oben nicht den Raum. Von daher geht das eigentlich klar. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Stelle bis hier, aktivieren nochmal unseren tollen Cheat. So. Und gehen dann mal hier rüber. Das andere Ding brauchen wir ja dafür gerade nicht. Sehr gut. So, alles wieder normal. Und packen das Dach jetzt einfach nochmal da drauf. Und diesmal sollte das auch klappen, ohne dass da irgendwas im Weg ist. So, er dreht sich jetzt hier ziemlich spät. Das ist ungünstig, aber das können wir mit der anderen Dachform korrigieren.
Sodale und ziehen das jetzt hier einfach runter. Und dann haben wir hier kein Abschlussproblem. Und das ist dann einfach mal ein Träumchen. So, diese Dachdinger, die stören mich gerade da irgendwie. Machen wir mal so, dann stört's mich weniger. So, Mensch, unsere kleine Farm. ich finde, es passt jetzt zur Scheune, aber ich finde es immer noch total gigantisch, sage ich mal. So, aber wir werden jetzt auch mal das Bummel dementsprechend ja, hinpacken. Ich überlege, ob wir hier überhaupt eine Innendings machen, weil es ist ja jetzt halt nur dieses eine Stück breit. Können wir es gerade ziehen? Nee, nur ein Stück. Hier mit einem Balkon wäre vielleicht auch ganz süß. Hm, aber dann ist das Ding hier, glaube ich, ein bisschen zu hoch dafür. So, ich versuche es mal zu ziehen. Yay, es geht, aber ja, bekanntes Problem. Wir müssen mal wieder ran an der Stelle. So. Okay, jetzt haben wir die Stelle hier irgendwie nicht gekriegt. Warum kriegen wir die jetzt nicht? Perfekt. So, dalle. Das machen wir wieder weg. Sehr gut. Und dann nochmal das Dach. Aber wie gesagt, das ist ja das geringste Problem. Ja, müsste so reichen. Dann mal ein Stück runter. So, da sind unsere Kanten verschwunden. Ja, glaube ich, finde ich besser. Weil dadurch können wir jetzt hier das alles mit den richtigen Stellen anpassen. Das gefällt mir dann ganz gut eigentlich. So, haben wir jetzt hier auch das Dach schon mit bei? Nee, auch nicht. Glatt vier Sachen hier übereinander. So, hier haben wir wieder das Innending. Achso, das muss ja auch noch auf die Außenseite. Gut, dann machen wir das erstmal hier. So, da, da. Und das haben wir alles hier. Und hier haben wir das. Da haben wir... Hä? Das ist ja auch wieder dasselbe. Gott, manchmal bin ich auch verwirrt. Du. So. Darüber und daran. Geschafft. Hier muss das auch hin. Da muss es hin. So. Hier muss es hin. Und hier muss es auch noch hin. Sehr gut. Daran. Dann nehmen wir uns gleich mal hier das Mittelteil. Dann können wir das hier alles schon mal ausfüllen. Dann sieht es, glaube ich, auch nicht mehr ganz so verwirrend aus. So. Da haben wir schon ein ganzes Stück geschafft, würde ich mal behaupten. So. Das Teil. Ja. Jetzt brauchen wir wieder hier irgendwie ein Mittelteil. Sehr gut. Und das muss noch hier dran. Und du wieder nach hinten. Und dann haben wir das ganze Ding hier auch geschafft. Sehr schön. So. Yay, unser Haus ist gestrichen. Ich bin voll stolz auf uns. So, und wir haben die Wege, die hier vom Spiel gegeben waren, auch ganz gut genutzt dafür. Sehr schön. So, und wir haben ja eigentlich noch relativ viel Platz. Wir haben alles jetzt momentan in mega riesig und haben trotzdem noch Platz. Das gefällt mir irgendwie besonders gut. So, das färben wir hier mal auch ein, damit es da nicht ganz so unförmig ausschaut. Hier oben, das fehlt auch noch. Ergänzen wir doch mal glatt. So, da hatten wir das alles schon gemacht. Und hier auch. So, jetzt bin ich mal neugierig, wie viel Platz dieses Haus hat. So, 552. Ich muss mal einen Taschenrechner nehmen. So schnell kriege ich das nicht gerechnet. Taschenrechner. 552 durch 4 sind 138. Und mal 2 sind da 276 Quadratmeter. Mein Gott, da waren wir aber mal wieder bescheiden. Heilige. So, das passt hier noch nicht so ganz. So, aber der Rest gefällt mir eigentlich richtig gut. So, dann schauen wir mal, wie wir das Haus hier aufteilen. Weil auch wenn es viel Platz bietet, ist es doch ganz schön klein, ne? Es sieht größer aus, als es ist, finde ich. Hm, mal gucken. Aber kann auch sein, dass ich es momentan so überklein finde, weil das andere Haus so übergroß war. Es ist gut möglich, es sollte doch hier für 3 Sims reichen. Bin ich eigentlich der Überzeugung. So, ich hätte gerne einen komplett offenen Wohnbereich. Fände ich richtig gut. Will ich gerne machen. So. Und ich hätte das Ganze auch gerne hier so schick aufgeteilt. So, dann hätte ich auch gerne eine Treppe. Ich weiß nur noch nicht welche. Ich finde die ja hier eigentlich auch ganz cool. Nur ohne das Geländer.
Aber ich weiß nicht, ob mir das am Ende vielleicht ein bisschen zu leuchtend ist. Ja, und ich mag den Zwischendings da irgendwie auch nicht. Hier die Teppichvariante. Eigentlich lande ich immer wieder bei der Holztreppe hier. Ich finde die halt mit am besten einfach. So, müssen wir das hier mal irgendwie gedreht kriegen. So, oder? Ich hätte es halt schon gern hier an der Wand. Ja komm, das machen wir jetzt so. Das passt an der Stelle schon. So, jetzt haben wir hier wieder keine offizielle Wandfarbe. Machen wir einfach mal weg. Da passt es und da klebt auch nichts dran. Sehr schön. Dann würde ich das Ganze hier auch sehr gerne wieder weiß machen. So, dalle. Und blub und blub. Dann ist das hoffentlich schön. Müssen wir mal abwarten, ob das schön ist, wenn hier die Sonne erstmal scheint. Ha! Ich fände auch hier so ein Dingel ganz cool. Okay, wir müssen noch ein Stück. So, Moment. Aber da packen wir, glaube ich, mal eine große Wand hin. Dann haben wir hier einen netten Aufgang und dann ist gut. So, hier haben wir dann auch wieder Platz für ein Badezimmer. Und wir haben auch Platz für ein Elternschlafzimmer, was ich irgendwie gerne hier in der Mitte platzieren wollen würde. Das fände ich irgendwie gut. Aber ich glaube, dann machen wir das Zimmer hier lieber durchgehend und machen hier in die Mitte ein Badezimmer. Das fände ich dann, glaube ich, irgendwie besser. So, hier können wir auch nochmal irgendwie ein Zimmer zwischenpacken. Vielleicht auch lieber so. Dann können wir das hier an der Stelle nochmal aufteilen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, nochmal ein Schlafzimmer einzubauen und ein kleines Zimmer. Das finde ich dann, glaube ich, ganz gut so. Weil theoretisch können wir hier auch noch ein Badezimmer draus machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie nötig das an der Stelle ist. Überlegen. Nur so einen kleinen Raum finde ich irgendwie auch doof und dann nur das Badezimmer. Wir könnten hier ein Stück vom Zimmer nehmen, aber das fände ich schade. Ha, wir lassen es erstmal so. Mal gucken, wie mir das auf Dauer gefällt. So, wir haben ja hier unten auch das große Bad. Von daher passt das, glaube ich, erstmal ganz gut. So, dann schauen wir auch mal gleich Richtung Fenster. Da würde ich auch gerne eigentlich die hier behalten, weil ich die einfach super finde, was das betrifft. Aber schauen wir erst einmal nach einer Haustür. Irgendwie was... Naja, was halt passt. Sowas? Vom Stil her würde es rein theoretisch passen. Aber ich glaube, ich hätte dann... Oh Gott, jetzt haben wir wieder das Fenstertürenproblem. Es ist einfach... wenn es nicht irgendwie so traurig wäre, fände ich es irgendwie noch ein bisschen lustiger. So, warte, ich mach mal hier ein Häkchen hinter, damit wir hier bis nach hier hinten kommen. So. Und dann färben wir das jetzt hier drauf. So. Das Schlimme ist, ich kann jetzt nicht mal wirklich rausgehen, weil wir ja hier noch mehr Fenster platzieren müssen. Das ist irgendwie ein Problem. Ach ja, die Fenster. Was für eine Sache. So, das packen wir jetzt einfach mal hier hinten so hin. Jetzt haben wir hier auch echt ein riesiges Zimmer. Ich weiß echt noch nicht, ob das so bleibt. Wir brauchen auch irgendwie noch ein Fenster, was nur eine Dings breit ist. Alles andere ist mir gerade hier irgendwie noch zu riesig. Aber vom Stil her habe ich jetzt noch keins gefunden, was nur eins breit ist und dazugehört. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Schwierig, schwierig. Hier, ja? Können wir das nehmen? Von der Theorie her ja, aber es sieht halt auch ein bisschen niedrig aus. Finde ich aber irgendwie gut. So, dann versuchen wir hier weiter unser Glück. Gott sei Dank ist es hier irgendwie gar nicht nervig mit den Fenstern. Das macht alles total viel Spaß. Wow, und jetzt sind wir da wieder daneben geglitscht. Hat es noch funktioniert? Nee, natürlich nicht. So, noch ein Stück. Fast sind wir da. So, und wir lassen los. Perfekt. Nicht weg X. Oh Gott, ich dachte jetzt, ich habe schon X gemacht, weißt du? Und alles wieder weg. So, hier können wir auf jeden Fall das Fenster einbauen. Und hier hätte ich es irgendwie auch gerne. Aber da passt es auch wieder irgendwie nicht so ganz. Wenn, müssten wir das schon so machen, dass das Fenster dann auch hier sitzt. So, ich gucke mir das mal vom Weiten an, ob mir das gefällt. Naja, irgendwie nicht so, ne?
Ah, hier vorne, glaube ich, finde ich es okay. Aber die hier finde ich dann irgendwie schon wieder ein bisschen doof. So. Hier haben wir es auf dem Dreier. Hm. Aber an sich gut für die Küche. Pipette, hallo. So. Hier können wir das auch eigentlich noch echt gut platzieren. Da freue ich mich. So, und hier, da müssten wir glatt zwei platzieren, ne? Auch ein bisschen schwierig. So, gehen wir mal hier noch nach oben. Machen hier mal denselben Spaß nochmal. Und schaut mal, hier kriegen wir es schon wieder nicht hin. Das ist natürlich ungünstig. Gut, dann versuchen wir es einfach mal so. Vielleicht kriegen wir es so besser kaschiert. Dass das keine Absicht war. So, hier oben kriegen wir es nämlich auch schon wieder nicht hin. Dann müssen wir das mal hier... Da war ein einer Abstand, ne? So. Hey, sogar symmetrisch. Ich bin stolz auf uns. Hier oben passt es dann auch wieder nicht. Dann können wir auch nur die Seite hier nutzen. Aber das ist auf jeden Fall okay so. Hier unten haben wir das jetzt gar nicht genutzt, ne? Hm. Dann würde ich das jetzt hier oben auch nur so machen. Okay, das war hier nicht der Plan. So, dalle. Dann haben wir das da ganz gut kaschiert. Hier ist es auch symmetrisch an der Stelle. Hm. Ja, oder? Von den Fenstern her geht's eigentlich. Ist nicht zu viel. Ich nehme die hier mal weg und guck mal, wie es dann aussieht. Ja, kann man auch machen, aber ich glaube, ich lasse sie lieber drin. Finde ich, glaube ich, besser. Überlegung wäre jetzt auch noch, die hier reinzupacken. Aber sehe ich jetzt auch nicht so den Mehrwert drin. Deswegen lassen wir es erstmal. So. Ich wechsle mal hier wieder in den Live-Modus, ne? Ihr wisst warum. Wenn ihr das Let's Play hier anständig von Anfang an verfolgt, beziehungsweise Step by Step. Ja, da läuft's wieder flüssig. Also, es ist einfach... Gut, dann schauen wir mal, wie wir hier an der Stelle weiterkommen. Es wäre natürlich auch cool, hier hinten noch eine Tür einzubauen, ne? Einfach nur so als Nebenbeistalltür. Nur ich will jetzt eigentlich hier nicht gleich wieder zu den Türen wechseln, weil es sonst gleich wieder stockt. Hm. Ja gut, aber vielleicht auch einfach hier eine Tür rein? So als Flur? Ich weiß auch nicht. Ich meine, aber der Eingang ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt den krassen Seiteneingang. Ich werde mal hier bei den Fußböden ein bisschen was absperren. So, haben wir hier irgendwas, was nichts kostet? Das wäre ganz toll. Hier, perfekt. So. So. Hätte gerne irgendwie den Boden hier so lang gezogen. Und möglichst gerade. Ich weiß nur noch nicht, bis zu welchem Punkt. Ob wir das hier gleich so hier lang gehen lassen? Vielleicht schon. So, ich ziehe es erstmal nach hier hinten. Und dann schauen wir mal, wie es wird. So. Du, du, du. Du, 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 du. Überall hier hin. So. Ich mag es ja eigentlich ganz gerne, so mit dem Anstrich zu arbeiten. Das macht sich dann immer echt gut. So. Da haben wir unseren Weg. So, jetzt die Ecke habe ich hier irgendwie ein bisschen verdrängt, würde ich mal sagen. So. Schick. Sehr gerade. Aber so wollten wir es ja am Ende auch. Die Frage ist gerade für mich, wie geht es weiter? Ich hätte ganz gerne jetzt gerade aus Sims 2 diese richtig krassen Büsche, die man hier so hinpflanzen kann. Weil die, die wir hier haben, die sind alle so, weiß ich nicht, so ein Buchsbaum fände ich gerade irgendwie cooler. Da haben wir ja halt hier nur die. Und die mag ich jetzt nicht unbedingt haben, aber die sind, glaube ich, eine ganz gute Eckenergänzung. So. Finde ich, glaube ich, gerade gar nicht so übel. Wenn wir das jetzt noch hier so... Da lasse ich mal frei, damit das Fenster da zum Durchgucken ist. Können wir dann hier rein theoretisch auch machen. Ja, das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. hier können wir auch die Büsche dran packen. So. Ich möchte halt, dass der Hof so total neu aussieht, ne? Weil es ist ja im Prinzip jetzt hier auch der Wunsch gewesen, Mensch,
wir ziehen um, weil unser Zuhause, unsere kleine Familie, das ist alles total toll. Von daher finde ich das eigentlich schon echt passend. Ne? Guck mal, ist er. Kann sich doch sehen lassen. Also ich finde es bis jetzt ganz gut. Ich freue mich darüber. So, aber ja, wenn wir uns eigentlich gerade schon mal freuen, würde ich sagen, ne, machen wir für die Folge auch erstmal wieder Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Ne? Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao.